Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Ja, es ist jetzt lange her, dass ich gespielt habe. Ich hatte sehr viel voraufgenommen, musste mich dann zwingen, eine Pause zu machen. Muss zu meiner Schande. Oh, was macht er denn? Das sieht nicht richtig aus. Musste meiner Schande gestehen, dass ich derzeit eigentlich auch mehr Bock auf ESO, also Elder Scrolls Online, hätte. Aber wir machen natürlich weiter. Ist ja nicht so, dass ich hier keinen Bock drauf hätte. Muss mir jetzt auch erstmal dran gewöhnen. So, genau, wir wollten hier zu diesem Fluss. Da hatten wir letztes Mal aufgehört. Ich hatte noch einmal kurz ins letzte Video reingeguckt. Reingeguckt, mein Gott. Und da hatten wir auch PvP gemacht. Was auch eigentlich ganz, ganz cool war. So. Wo soll das denn sein? Da ist da so was wie ein Weg, ne? Ah. Hier zum Beispiel. Und dann hier wahrscheinlich. Oh, hallo. Ich habe keine Angst. Wieder okay? Okay. Den Motor haben wir schon mal. Den Kondensator haben wir schon mal. Welche ist das denn? Die hier. Jetzt fehlt uns noch Turbüberladungsschutz. Lass mich. Warum haben wir denn eigentlich den hier unten hingezogen? Weiß man nicht, ne? Und da ist der letzte drin. Okay, das ging mal sehr schnell. Dann können wir das nämlich direkt da abgeben. Das läuft ja easy. Nur so hier hoch ist ein bisschen blöd. Wir müssen ja wieder da runter. Dann gehen wir hier durchs Wasser. Oh, hallo. Konzentrieren. Ja, dann mach das auch mal. Concentration, please. So, wenn wir hier rumgehen, da kommen wir auf jeden Fall wieder richtig, oder? Was haben wir denn da? Da kommen wir jetzt wieder nicht hin, ne? Ach, jetzt ist auch egal. Jetzt gehe ich nicht nochmal zurück. Das ist aber auch verwirrend hier. Ja, doch, ist richtig. Also hier mit Marco passiert uns einfach gar nichts mehr. Was haben wir jetzt eingesammelt? Bringt uns nichts.
Ja, dann bin ich mit dem Auswahl auf dem Desktop gelandet. Der arme Typ, der hier für die Wartung zuständig ist. Wie nervig muss es sein, jedes Mal rauszukommen, wenn eine Dschungelkatze den Turm hochklettert. Upsa. Und steigen gleich auf. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Ich denke mal sogar, wenn wir diese Quest jetzt hier abgeben. Oh, hallo. Erfolg. Hilfsjägerin. Wieso Jägerin? Ach so. Ach, wie schön. Oh, wie schön. Mit Marco zusammen. Und aufgestiegen. Sieht aus wie ein riesiger Knopf, also Hosenknopf. So, eigentlich wollte ich den hier aktivieren gerade, als ich auf dem Desktop gelandet bin. So, da ist ein Flugpunkt, da fliegen wir noch mal eben hin, ne? Naja, da laufen wir natürlich hin, da fliegen wir nicht hin. So, was haben wir denn? Kritische Trefferchance erhöhen. Da können wir noch nichts drauf geben. Okay. Betäuben können wir auch schon. Achso, hier unten haben wir auch noch was. Da können wir ja mal gucken. Zweimal Post haben wir auch. So, da kommt eigentlich das Gruppengebiet. Aber ich glaube, das ist nicht das, wo unser Dings hinzeigt, da unten. Hoffe ich mal. Gucken erstmal im Postkasten. Danke, das ist oh. Ich habe ein Tier bekommen. Und ich habe was verkauft. So. Boah, vor die Katze. Hundekatze. Hundeschweinekatze. Sieht cool aus. Wir sind startklar. Gut. Und hier ist anscheinend nicht das Heldengebiet, oder? Doch. Und da gibt es dann auch eine Quest für wahrscheinlich. Jeliska Changa, Wanin Chinkuspa, Imegudae. Naka Noya Choski, Noyo Kochuso de Mate Chichoya. Ukili, Baklunkina Atabumpa, Bushuda. Ich kann nicht mehr folgen. Naka Noya Choski, Noyo Kochuso de Mate Chichoya. Chubolo, Wawonako Potomte Tak, Makechisa. Kiko Ubakili, Watabunga Dunko, Putoga. Watabunga. Was springt für mich raus? Mi umpi putemala, bedwana nibochi chichupa gumba. Esupuda nupajunki, faguta ji uta vukise. Wir haben eine Abmachung. Chiholukuta, chubu ikatsfu, undole. Okay. Bafupagi Wantahumpa,
Muli Rabamba Hula. Ja. Das ist für 2 plus. Irgendeiner, der hier sucht. So. Da kommt einer. Dem renne ich einfach jetzt hinterher. Haut ab, haut ab, haut ab. Wieder okay? Der ist bereits in einer Gruppe, das ist natürlich blöd. So, hier müssen wir warten, der müsste hier gleich spawnen. Hoffe ich mal. Nee, das kann ich anklicken hier. So, das haben wir. Und jetzt muss ich noch ein paar Mandalorianer besiegen. Achso, der hat hier eigentlich drauf gewartet, dass die ihm helfen hier, ne? Tja, blöd ist, alleine wird das, glaube ich, kaum machbar. Come on.
Wer ballert denn da? Ach, Marco ist das. Naja, ist machbar. Ist doch gut. 3 von 8. Sollten uns nur nicht zu nah hier reinstellen. Nicht, dass da neue spawnen und dann stehen wir da blöd. So, auf- und nachladen. Dann schnappen wir uns jetzt die. Marco greift wieder die anderen an. Ja, du könntest mal ein bisschen helfen hier. Das Problem ist, ich habe jetzt von beiden Angriffe. Ja, aber schaffe ich. Jetzt nur so ein bisschen auf meine Waffen aufpassen. Dass sie nicht zu sehr überhitzt. So, dann halte ich mich mal schön schnell. So, und dann geben wir ihm mal ein bisschen so Saures hier. So, können wir das einmal entladen. So, Hitze abbauen. Ich glaube, die geben mir ordentlich Kohle, ne? 76 Credits, ist glaube ich nicht wenig. So, was ist hier oben? Das mache ich hier alles alleine. Zusammen geht es natürlich ein bisschen schneller. Aber wir sind ja nicht in der Gruppe, dann ist das alles ein bisschen doof. Das ist doch nett. Geht doch. Dann über die Schuhe. Dann helfen wir denen noch eben hier. Das ist aber immer nicht so, ne?
Hervorragend. Können wir mal hier Gruppe verlassen. Oh. Das war jetzt natürlich eine schlaue Idee, obwohl das sind Nahkämpfer. Greifen höchstens Marco an. Okay, dann haben wir hier den Heldenbereich erledigt. Und dann befinde ich mich noch im Kopf. Oh, die hat es noch knapp überlebt. So. Das ist dann da hinten und da können wir auch was abgeben. Alles klar. Gut, wir sind aber schon durch mit der Folge. Und ja, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Star Wars The Old Republic. Bis dann. Tschüss.